Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Elite Dangerous. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es gab ein kleines Upgrade vom Spiel. Ich habe das installiert, beziehungsweise habe ich das Upgrade durchführen lassen. Und der hat ziemlich lange beim Boot gebraucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Upgrade lag oder nicht. Denn es gab auch ein Windows-Update. Gestern hatte ich das gemacht. Ich weiß nicht, warum der so lange braucht. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Ich habe nochmal die Qualitätseinstellung für die Planetenoberflächen stark reduziert. Denn wir hatten da ja enorm niedrige Frameraten. Und Kurier gesucht. 30, das machen wir. Liebe Freunde, das machen wir einmal. Diesen Kurier. Kurierauftrag für die Föderation machen wir immer. Na, denn wir wollen uns ja bei der Föderation auch einen guten Rang erarbeiten. Wir sind jetzt bei 70%. Und da haben wir den jetzt? Haben wir jetzt irgendwie das Zeug? Vertragsdokumente. Das sind also Dokumente, die haben wir. So, jetzt geht's erstmal auf die Planetenoberfläche. Und da müssen wir doch mal schauen, ob das hier irgendwie klappt. Ne? Ich weiß auch nicht wirklich, ob da was das Update hinzugefügt hat. Aber wir werden es auf jeden Fall auch irgendwann herausfinden. So, ich weiß jetzt, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also die Framerate ist auf jeden Fall flüssig. Das ist schon mal besser. Vielleicht kann ich das ja noch ein kleines bisschen höher stellen. Das ist wirklich ziemlich grob. Obwohl, das könnte auch am Planeten liegen. Obwohl, ich habe das eigentlich nicht mehr so komisch in Erinnerung. Galaktische Karte. Schauen wir da erstmal nach. Da hinten. Wolf 124. Berechnen. Oh, so weit ist es gar nicht. Okay. Zack. So. Na, also wenn das mal nicht geil ist. Direkt von der Planetenoberfläche in diesen Wurmloch. Hyperjump. Temperatur kritisch. Muss uns nicht interessieren und wir müssen abbremsen. Aber den können wir nicht erforschen. Schade, schade. Dann geht's jetzt weiter hierhin. Und dann gehen. Ja. Machen wir diesen Auftrag fertig. Den wir gerade eben angenommen haben. Hoffentlich bringt das einiges an Reputation hier, an unserem Rang und Ruf. Hoffen wir es mal. Frameshift aktiv, Systemstatus nicht verfügbar. Wusch. Können wir den hier erforschen? Ja. Dann kriegen wir hoffentlich auch unseren Erkunderrang von fast planlos weg. Falls wir dann weit genug wegkommen, um den zu verkaufen, heißt das. So, wo geht's jetzt weiter?
Da. So. Also gut. Dann machen wir mal weiter mit unserer Reise und hoffentlich kommen wir weit genug weg. Oh, da gab es wohl irgendwie einen kleinen Glitch. Ihr habt das vielleicht eben noch gesehen in der Aufnahme. Naja, aber es ist ja alles weg. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, den können wir nicht erforschen. Schwache Signalquelle, das interessiert uns jetzt erst einmal. Nicht. Wir gehen jetzt weiter nach LHS 149. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe dieses Sounddesign von diesem Spiel. Die ganzen Klänge von unserem Raumschiff und natürlich auch vom Weltraum selber sind sehr entspannt irgendwie. So in der Art irgendwie. Merkwürdig. Es sind so in der Art Ambient-Klänge irgendwie. Hier können wir noch mal was erforschen. Wunderbar. Ein roter Zwerg. Dann einmal hier. So. Erstmal ein bisschen abkühlen lassen und dann geht's weiter. So. Und zack, schon sind wir hier fertig. Oh, die ist entdeckt, die ist entdeckt. Das war natürlich klar. Dann müssen wir uns den jetzt auch noch einmal untersuchen hier. Ist ja klar. Wir wollen ja unseren Erkunderrang. Erkunder. Ja, Erkunderrang. Klingt irgendwie komisch. Erkunderrang. Warum nicht Erkundungsrang oder so? Naja, ist nicht so wichtig. Da hinten haben wir schon Wolf 124, liebe Freunde. Da müssen wir hin. Und natürlich wollen wir unser Schiff auch jetzt erst einmal wieder abkühlen lassen. Und da haben wir eine schwache Signalquelle, in die wir jetzt aber immer noch nicht reingehen, weil wir ja unseren Auftrag erledigen wollen. So. Das war der letzte Sprung. In Ordnung. Wo ist denn die Station? Mal schauen. Rusa Hub.
Ein Außenposten. Da haben wir ihn schon. Ruser Hub. So. Immer schön darauf achten hier, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Wir wollen ja auch irgendwann mal ankommen. Aber ich denke mal, so ist ganz gut. Wenn wir so fliegen. So ist eigentlich ganz geil. So ist doch eigentlich ganz geil. Ob man auf dem Planeten wohl landen kann? Oder auf dem Mount von dem Wolf 124 2C? Ja, wer weiß, ne? Wer weiß. Aber wir werden jetzt erstmal hier auf Ruser Hub gehen und mal schauen, dass wir diesen Auftrag erledigt bekommen. Deswegen sind wir hier. Und ich glaube, den Planeten hier kriegen wir jetzt nicht. Also da könnten wir nicht landen. Sieht nicht so aus, liebe Freunde. Der scheint doch eher ein Gasriese zu sein. Verlangsam. Müssen wir nicht. Wir sind schon in der richtigen Geschwindigkeit. So, Landeerlaubnis anfordern. So. Und immer schön langsam. Wir wollen unser Schiff nicht schrotten. Oder sind wir ja schon mal ziemlich präzise raufgekommen? So. Damit hätten wir das geschafft jetzt. Schwarzes Brett. Genau. Ich habe eben noch einmal kurz überlegt, war das jetzt schwarzes Brett oder Kontakte? Aber nee, es war schwarzes Brett. Ist ja klar. Wirtschaftsboom ist ein bisschen runtergegangen. Verdienen Sie noch heute leichtes Geld. Eine Sache zu Ende bringen, schnell und furchtlos. Geheimer Datentransport. Wir sollten vielleicht die hier machen. Nee, wir schauen erstmal unseren Ruf an. Unser Rang, der ist auf jeden Fall schon mal um 2% gestiegen, ist also schon mal geil. Unser Ruf ist auch ein bisschen hochgegangen. Die Sache zu Ende bringen. Stromerzeuger. Für eine bestimmte Dauer verwahrt, bevor ein unser genauere Angaben zur Lieferung erhält. Piloten sollten sich bewusst sein, dass andere Gruppierungen Interesse an dieser Fracht hegen und möglicherweise versuchen, sie gewaltsam zu entwenden. Das werden wir dann mal nicht machen. Ah, verlässliche Agenten für sensible Kuriertätigkeit. Da müssen wir wieder auf einen Planeten. Und ich denke mal, das machen wir. Das machen wir. Liebe Freunde. Da haben wir ja. Ne? So. Einmal die hier. Und können wir da hinten vielleicht irgendwie. Ne? Ins System Hazel ausliefern. Tülülülülüt. Wo haben wir den denn? Da. Oder Hassel. Ziel auswählen erstmal. Und natürlich wollen wir auch einmal gucken.
Moment, liebe Freunde, wir können doch einfach hier gucken, wo wir ja den Namen kennen. Importiert aus. Auf Lager. Exportiert. Exportieren nach. Hazel wird doch wohl irgendwas von denen haben wollen, oder? 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 Das können wir dann ja noch mitliefern. Falls die irgendwas haben. Importiert. Importiert, exportiert. Exportiert nach, nee. Importiert, exportiert. Nee, nee, nee. Ja, irgendwo müssen wir ja was haben, ne? Irgendwo. Exportiert. Das ist es auch nicht. Allgemeine Medikamente haben sie ja auch nicht. Da war doch was. Da war doch was. Exportiert nach Heisau. Titan. Das nehmen wir natürlich mit. So. Komplett einmal voll. Das hören wir doch gerne. Und dann würde ich doch mal sagen, geht's los. Na? So, dann lass uns mal abheben. Und auf geht die Reise nach Heisau. Wo wir hoffentlich auch die Möglichkeit haben, unsere... Haben wir gar nicht nachgeguckt. Liebe Freunde, unsere Erkundungsdaten... Ah, die müssen wir da aber abliefern, du. Die müssen wir da abliefern. Hoffe ich zumindest, dass wir das können. Hoffentlich sind wir da schon weit genug weg. Unser Erkunderrang. Ich will eigentlich lieber Erkundungsrang sagen, dass wir den hochkriegen. Wenigstens das eine Level, denn dann schalten wir weitere Missionen frei. Und das ist natürlich immer was Schönes, ne? Mission freischalten ist was Schönes. So. Erstmal ein bisschen abbremsen. Wo haben wir es denn? Wo müssen wir hin? Sternhafen Steward Landing. Da haben wir es. Steward Landing. Alles klar. Da ist er. Dann geht's da jetzt hin. Und aus irgendeinem Grund will er, dass wir hier langsamer fliegen. Da haben wir eine schwache Signalquelle. Die interessiert uns nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir in einem guten Winkel nach Steward Landing kommen. Damit wir hier nicht allzu sehr herumstruggeln. Und wir sollten vielleicht langsamer anfliegen. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Okay. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Zwei Lichtsekunden. Das scheint auch wieder so ein Wüstenplanet zu sein, hm? Naja. Ich denke mal, wenn wir hier so reinfliegen, ist das eigentlich ganz gut. Na, ja. Oh, die Oberfläche wird schon mal geladen. Und das geht wirklich ein bisschen schneller. Ich glaube, liebe Freunde, die Einstellung... vielleicht um einen Punkt höher stellen, die... Detaileinstellung für die Oberfläche. Einen kleinen Tick. Nur einen kleinen.
Versteht ihr? So, wir müssen hier jetzt erstmal irgendwie... Orbital Flight. Genau. Und damit bringt er uns jetzt runter. Kinder, was ist das denn hier für ein Planet? Und da ist ein... Die Station ist mitten in einem Krater. Aus Orbital Cruise austreten, das ist schön. Dann geht's jetzt weiter. Und wir hängen hier irgendwie jetzt gerade fest. Der Server spricht nicht wirklich schnell an. Okay. Denn wir haben hier ja eine Zustandsänderung, das muss erstmal auch an den Server übermittelt werden und dann passt das. Gleiten beendet. So. Stuart Landing, Landeerlaubnis anfordern. Wir sollten ein bisschen langsamer fliegen, denn auf Planetenoberflächen ist die Steuerung doch ein bisschen träge. So. Also gut. Das war doch wunderschön. Damit sind wir jetzt auch ins Stuart Landing. Und... können unseren Auftrag abschließen. Patente, Sicherheitssystem abliefern. Genau, Fracht abliefern. So, das erhöht den Wirtschaftsboom und unseren Ruf. Das ist doch immer was Schönes. Der ist zwar immer noch bei 7%, aber wir haben jetzt einen... So, was wollten wir jetzt noch machen? Universal Cartographics. Da müssten wir die jetzt eigentlich verkaufen können, die wir gesammelt haben. Ach, ist das schön. 16.000 Credits. Ach, Kinder, ist das schön. Ach, ist das schön. Und, Rang. Späher sind wir jetzt. Oh, schöne Sache. So, wir hatten noch etwas. Und zwar hatten wir hier unseren Warenmarkt. Da müssen wir mal gucken, wo haben wir es hier? Verlust. Aber die fahren doch eigentlich für hier. Na gut. Die paar Credits haben wir ja schon. Na, hätten wir das bloß nicht gemacht, liebe Freunde. Hätten wir das bloß nicht gemacht. Na? Gut, Thorium. Die sind teuer. Exportiert nach ein radioaktives Actinoid. Kam früher in Spaltungsreaktoren zur Anwendung, wird immer noch im medizintechnologischen Bereich und als Komponente in fortschrittlicher Keramikherstellung verwendet. Nachfrage von Hightech. Liebe Freunde, haben wir hier irgendwo Hightech in der Nähe? Haben wir hier irgendwo Hightech? Frage ich mich gerade. Schattenlieferung. Kinder, das wäre doch was.
Es gesucht wird für einen diskreten Kurierdienst. Wir benötigen einen talentierten Kommandanten, der Kampfstabilisatoren nach Evans City liefern kann oder dass Scans Spuren an der Ware hinterlassen. Die werden wir dann hier. Kinder, das probieren wir doch. Das machen wir einmal. Das machen wir noch ein einziges Mal jetzt. Und dann soll es genug sein, liebe Freunde. Hier haben wir noch irgendwas. So, dann starten wir mal. Nach Evans City. Das war ein Fehler. Liebe Freunde, das war jetzt gerade ein Fehler. Aber soweit ist es nicht. So, wir starten jetzt erstmal. Und öffnen nochmal die galaktische Karte. Da hinten müssen wir hin. LHS 100. So, machen wir einmal. 1, 2, 3, 4, 5. So weit ist es ja nun auch nicht. So. Dann sollte das jetzt eigentlich... Wir müssen aufpassen. Da haben wir eine Nachricht bekommen. Ah, wie konnten wir die nochmal... Wir müssen auf unsere Ankunft warten. Dem Stern. Dann können wir das sehen. Wir hatten eine Nachricht. Da. Und hier hatten wir eine. Merkwürdig. Gut, der will uns nichts Böses. Der will uns nur hier weglocken. Der will uns überzeugen. Dieser David James Russell. Machen wir aber nicht. Liebe Freunde, wir fliegen jetzt weiter. Wir sind doch nicht blöd. So, alle nochmal auf Antriebe und System. Waffen brauchen wir jetzt gerade nicht. Die brauchen wir nur, wenn wir irgendwo auch in den Kampf gezwungen werden. Nur dann brauchen wir die. Dann fliegen wir jetzt einfach ganz schnell weiter. Ja, astronomische Objekte entdeckt, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Nur, liebe Freunde, dieser Auftrag bietet uns so viel Knete. Ja. 116.990 Credits. Wir dürfen nur nicht gescannt werden. Da müssen wir aufpassen. Besonders wenn wir an diesem einen Sternhafen ankommen, liebe Freunde. Das ist so ziemlich das Nadelöhr dieser Mission. Aber das werden wir schon irgendwie schaffen, ne? Und wenn nicht, dann wird es an irgendeinem Typen liegen, der uns scannt. Und nicht an uns. Obwohl... Man kann den Scans auch eigentlich entkommen. Heißt das etwa, dann liegt das doch an uns? So, also bisher läuft das ja alles noch ganz gut. Wir werden hier nicht verfolgt von irgendjemandem. Es ist alles wunderbar. Hier ist leerer Weltraum.
So, der interessiert uns auch wieder nicht. Ein bisschen hinter den Sternen. Genau so ist es eigentlich ganz gut. Und dann geht's weiter. Und zack. So, Kineurs. Dann haben wir es gleich geschafft. Oh, nicht hier auf den... So. Evans City. Da. Evans City. Und jetzt müssen wir ganz genau aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie erwischt werden von irgendwem. Das kann Folgen haben, die wir nicht absehen können. Und Evans City scheint ein sehr viel besuchter Außenposten zu sein. Der hier fliegt jedenfalls auch dahin. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering, dass wir einen anderen Piloten treffen, der zu dem gleichen Sternhaufen fliegt wie wir zur selben Zeit. Ne? Daraus können wir schließen, dass dieser schon ja recht häufig besucht wird, jedenfalls häufiger als andere. Sollten wir jedenfalls vermuten. Eben wegen dieser Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber okay, das ist auch wieder so ein bisschen Theorie. Damit müssen wir uns nicht unbedingt befassen. So, wir fliegen hier jetzt schon mal ran. Wir werden schon langsamer, das ist alles ganz super. 11 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Das ist ein bisschen schnell. Ach, der bewegt sich, oder? Bewegt er sich? Ich habe keinen Plan. So langsam sollten wir da mal... Na also. Millionen Meter. 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, ist das schön. Und zack, da ist er raus. Und warum beschleunigen wir nicht durch, liebe Freunde? Wir hängen hier so wahnsinnig langsam. Ach, es ist unglaublich. So, Landeerlaubnis anfordern. Da haben wir die Station. Und jetzt müssen wir schnell sein. So. Schnell, 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 schnell. Da ist nämlich schon ein weiterer... Zwei weitere Piloten sind jetzt hier. Okay. So. Ab in den Hangar, damit wir sicher sind. Und rein hier. Schwarzes Brett. Okay, ich denke mal, wir sind sicher. Ich denke es mal. Schattenlieferung. Fracht abliefern. Ruf. Effekt, Ausbruch, Ausbruch von was denn? Ist runtergegangen. Hm, ja. Von was denn? So, 75%, 8.
Unser Ruf hat sich ein bisschen erhöht auf 8. Oh, Kinder, ist das geil. So, verfügbare Missionen an der Oberfläche. Den Bewohnern der Mayuchi Enterprise Station Nachrichten der Föderation übermitteln. Haben wir hier irgendwelche... nö, haben wir nicht. Wir haben hier keine Spendendinger. Das ist in Ordnung. Wir verkaufen noch einmal die paar Kleinigkeiten und wir haben 610.000 Credits. Unglaublich. Aber wahr. So, wir tanken noch einmal. Und dann würde ich doch mal sagen, liebe Freunde, schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Können wir? Nee, können wir nicht. Schade. Schon wieder dieser Bug. Wahrscheinlich ist das einfach noch nicht genug beschädigt. Verlässliche Agenten gesucht. Spediteure gesucht. Außenposten, nicht legale Waffen. Die Gerüchte über die Unruhen auf der Station Gooch Terminal müssen wahr sein. Wir haben eben eine Bestellung über eine Charge nicht legale Waffen vom dortigen Sicherheitsdienst erhalten. Bringen Sie die Fracht ins CC-Ari-System. Solche Dinge muss man im Keim ersticken. Sie sind nämlich schlecht fürs Geschäft. Wenn Sie zurückkommen, erhalten Sie von uns Ihr Honorar. Da müssen wir also dahin und dann wieder zurück. Das machen wir nicht. Verlässliche Agenten für sensible Kuriertätigkeit, das ist immer was Geiles. Den Wert unseres Patentportfolios zu steigern. So, hochsensibles Material und unsere Partner in sämtlichen besetzten Systemen ausliefern. Schlüssel müssen ungetastet ankommen. Schlüssel darf nicht in die Hände Dritter fallen. Notfalls den Schlüssel zerstören. Ich weiß nicht. Sollten wir das machen? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir erneut Elite Dangerous spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss. Und bis dann.